Hallo, ich bin Max Happel. Ich bin hier Arbeitsgruppenleiter am Leibniz-Institut, unsere Forschergruppe Cort Explorer, und wir interessieren uns für Lernen und Gedächtnis. Wir forschen dazu, was im Gehirn passiert, wenn wir Entscheidungen treffen und wenn wir lernen. Und da spielt der Botenstoff Dopamin eine ganz essentielle Rolle. Das ist so eine Art Fehlersuchsystem, was immer dann anspringt, wenn irgendwelche Dinge passieren, die wir nicht erwarten. Also solange unsere Erwartungen und das, was wir wahrnehmen, zusammenpassen, kommen wir mit erstaunlich wenig Hirn aus. Und wir interessieren uns aber eigentlich für den Moment, wenn Erwartung und Realität nicht zusammenpassen und wir sozusagen nach neuen Lösungen suchen müssen, um unser inneres Weltbild sozusagen wieder gerade zu rücken. Ja, witzigerweise eigentlich genau so, indem wir unser Weltbild auch mal in Frage stellen und Abweichungen davon nicht als Fehler oder als Unsicherheit empfinden, sondern eigentlich als Lernchance begreifen. Weil genau da eben Dopamin ausgeschüttet wird, das hilft Nervenzellen, sich neu zu verschalten, also die Grundvoraussetzung von Lernen. Und dazu macht das auch noch ein wohliges und gutes Gefühl, was wir dann als den sogenannten Flow erleben. Das ist eine spannende Frage. Wir sind ja in der Hirn- und Lernforschung arbeiten wir in interdisziplinären Teams zusammen, also mit Biologen, Psychologen, Mathematikern, Informatikern, und erst im Grunde genommen diese verschiedenen Blickwinkel ermöglichen das, die spannenden und wirklich kreativen Forschungsfragen zu entwickeln. Das heißt, das hat am Ende auch immer was mit Teamwork und Kommunikation und Wertschätzung zu tun. Ja, also zunächst mal ist es essentiell, dass die Forschungsziele gemeinsame Ziele sind, dass man wirklich am gleichen Strang zieht. Natürlich ist es auch so, dass wir individuelle Förderungen haben, die auch in der Gruppe sozusagen gemeinsam kommuniziert werden, die Mitarbeiterinnen sozusagen mit reinbringen, und das motiviert uns auch im gesamten Team eben zusammenzuarbeiten.